Ach, guck mal. Hier gibt's jetzt einen Multiplikator. Ey. Hier. Wo ich alles schon eingesammelt habe, ne? Ein bisschen was noch mitnehmen. Wenn ich mich nicht täusche. Ach, guck mal. Erstmal der wieder. Halt! Wenn du weitergehst, stößt du auf eine unüberwindliche, fest verriegelte Tür. Komm wieder her, wenn du ausreichend viele Helme gesammelt hast. Gut, dann helfe ich dir. So, hier dort kann man ja. Oh, war ja. Hoffentlich bleibt er noch aktiv. Nehme ich den gerade mit. Wenn ich hier hingehe. So, und gleich noch einmal. Komm, lass mal es einfach mal. Und jetzt die Helme zusammen gehen. Hui. Aha. Und nochmal, So. Und ich hab. Ah! Doch so wenig. Schade. Ich, irgendwie doof. Aber irgendwie habe ich das, glaube ich, falsch gemacht mit den Multiplikatoren. Da hätte ich deutlich mehr rausziehen können. Oh. Ach, Mann. So. Alles wegballern. Ja, ist leider aber auch kein Multiplikator mehr übrig, oder? Da ist noch einer, okay. Den hole ich mir gleich. Und. Yeah, mit den dicken Helmen! Jawoll! Okay, ich würde sagen. Den Quatsch können wir aufhören. Oder? Noch ein bisschen ballern. Komm, die nehmen wir noch mit. Und das brauchen wir nicht, wir sind voll. Okay. Hallöchen. Hallöchen, ja. Hallöchen. Das war ausgezeichnet. Ja, das Du finde ich aber hast alle auch. Helme eingesammelt. Eine Meisterleistung. Ich öffne dir den Durchgang. Caesars Elite-Truppen sind hier Gletscherzeit. langgekommen. Sie haben mehrere eurer Freunde in Käfigen abtransportiert. Mehrere ihre Freunde in Käfigen abtransportiert. Ja, moin. So, wo sind wir eigentlich? Puh. Ah, krieg ich sie noch? Jawohl. So. Hier die ganzen Kisten zu deppern, das spare ich mir mal. So, hier wieder so ein Höhlendurchgang. Mit ein paar Römern, die weglaufen. Boy. Es ist einfach irgendwie nicht schön hier, der Sound. Hallöchen, mein Bester. Ja, wir speichern erneut. Und weiter geht's. Wo muss ich denn hier hin? Warte mal. Hier gibt's doch noch was. Hehe.
Nehm ihn mit. Hallöchen. 7 von 11. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich hier hin, auch alle zu sammeln. So. Dann dürfen wir es Metallkisten zertrümmern. Yay. So. Ah ja. Und schon bin ich wieder Asterix. Machen wir nochmal neu an hier. So. Ach. Hier könnte man, glaube ich, theoretisch auch einfach durchrennen. Und die Gegner ignorieren, die hier kommen. Okay, man kann die Gegner leider nicht ignorieren, die hier kommen. Okay. Du bist auf jeden Fall schon mal so ein Kandidat, um den man sich zuerst kümmern muss. Wenn du mir die Rübe wegballerst, finde ich nicht so schön. Weg mit dir. So. Feuer! So, und hier lasse ich es auch echt bleiben, die ganzen Kisten anzuzünden. Die Kisten anzuzünden, genau, die Kisten zu zerstören. Also überall hinzulaufen, also hier, wo ich vorbeikomme. Mach ich ja trotzdem. Ich will dich haben, Kiste. So, okay. Was ist hier noch außer Wildschwein? Wildschwein. Gut. So, können wir noch ein Feuerchen zwischendurch anzünden? Oh, hier, die könnte ich ignorieren, aber warum? Okay. Aufpassen, dass sie nicht. Okay. Ah, was ist denn da? Okay, irgendwie. Jetzt ist aber Schluss hier. Schön. Ah, jetzt hat. Mann, hab so schön viel Schilde verloren, ey. Haben wir da drüben. Oh. Das wird sich ja schon lohnen mitzunehmen. Und das nehme ich auch mit. So, mal gucken. Hier. Wir hätten natürlich das Feuer auch mitnehmen müssen, ne? Blöd. Ja, haben wir die Gelegenheit noch ein bisschen Kisten Kisten zu zerstören. Kaputt zu hauen. Gewalt gegen Kisten. Gewalt gegen. Nein, das erlaube ich mir erstmal nicht. Hoffentlich, dass das Fanglet ausgeht. So. So, jetzt wird sie definitiv ausgehen. Oh, ich will den auch noch haben. Hoho. 19.000 haben wir jetzt. Stolzes Sümmchen, würde ich sagen. Nö, ich glaube hier nicht. Hier wird nichts mehr sein an Lorbeergrenzen. Da war ja ganz am Anfang des Gebiets einer. So. Jetzt haben wir hier wieder Höhle.
Okay, ich... Und in diesen Höhlen auch immer dieses Rattergeräusch. Gut, ich muss hier echt einen Retro-Modus schneiden. Geht nicht anders. Das... Geht nicht anders. Gut, jetzt kann man wieder umschalten. Weil sonst, krieg ich irgendwann noch, hartes Ohrenweh. So. Nee. Hier ist eine Lorbeere drin. Kisten! Na gut, komm. Hey. Oh. Muss tatsächlich nichts weiter drücken. Er zieht sie komplett durch. Okay, die hier auch. Ja, Asterix. Wir müssen aber nochmal runter. Da ist ja jetzt was aufgegangen. So. Oh, halt, stopp. Da sehe ich doch was. Aha. Wenn wir schon Kisten kloppen und Helme sammeln, dann muss es sich auch lohnen. Schade, dass keine goldenen dabei waren. Oha, 8 schon von 11. Das heißt, eigentlich dürfte das Kapitel hier auch gar nicht mal so lange gehen. Oh Gott. Oh. Das hasse ich ja, wenn Obelix das macht hier. Den Gegner zu mir schieben. Ah, zwischendurch doch mal einen von denen wegmachen. Haha, das hat noch geklappt. Puh, ey, nur noch 7? Das sah eben noch deutlich mehr aus. Oh, warte mal. Die Jungs hier verteidigen alle das Ding da. Ob das jetzt clever ist oder nicht? Hm. Ich überlege gerade, ob hier irgendwo mit... okay, ich sollte mal... ich möchte hier doch ein bisschen... So, einer weniger... Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn die anfangen zu schlagen. Hohoho. So, jetzt könnte ich hier Metallkisten kaputt machen, wenn hier welche wären. Sind hier wirklich keine? Hm. Ich hätte jetzt schwören können, hier sind Metallkisten. Scheinbar nicht. Aber Asterix möchte da nicht draufstehen bleiben. Ach, guck mal. Diese Kugel da. Die müssen wir wohl losschicken. Die müssen wir losschicken, um dieses, die Barriere da zu zerdeppern. Okay, genug Kisten gesammelt. So, Asterix. Ah, doch, hier gibt es einen Multiplikator. Haha.
Können wir ja schön nochmal ein bisschen Kisten sammeln. Gewalt gegen Kisten machen und Helme sammeln. So rum. So. Hier unten noch welche. Reicht eh nicht. So, was haben wir... Was haben wir jetzt hier gemacht? Hä? Ach. Ja, wir mussten den noch... Mussten den noch eliminieren wegen der Sperre. So und. Ah! Und schwupps geht's wieder ab in die Höhlen. Aber wenn jetzt hier ein Keulen rauskämen. Ist ja nice. Oh. Da. Ah. Gefühlt geht das mit Obelix hier besser, ne? So. Knäppchen. Bun, Baby Bun. Bun, 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 Bun. So, was haben wir hier? Eine Metallwand. Und was haben wir hier? Oh! Dieses Ding. Mini-Boss. So, oh, oh, oh. Bla. Hey. Holla, die Fee. Komm. Müsste das nicht kaputt gehen? Noch nichts kaputt an dem Ding, oder? Oh, jetzt! Oder? Da ist doch gerade was kaputt gegangen. Schau mal, schalten mal wieder um hier. Okay, ich lasse es mal. Und holla, die Fee, der hält aber auch ordentlich was aus. Puh. Auf der anderen Seite kloppen. Tü. Ach, Scheiße. Okay, dann hau halt mal auf mich drauf. Was soll's. Ah. Mal zwischendurch mal hier. Aus der Höhle raus. Hm.
Ja, genau, Alter. Hä? Ich war doch nicht mal in der Nähe. Oh, ja. Eine Seite ist putt. Okay, jetzt kann ich wieder kloppen. Komm, geh putt. Boah. Hält aber auch echt übel viel aus, dieses Teil. Komm schon. Ich glaube auch nur noch dieses eine. Ah, nein, es ist noch ein Teil dran. Puh. Ja, der hört aber auch nicht auf. Boah. Oh, endlich. So. Puh. So. Ist euch ein paar Drecksäcke noch. Warum geht ihr eigentlich alle so dicht an den Höhleneingang? Das ist unglaublich mit euch. So. Puh. Gut, ich würde sagen, nehmen wir doch mal hier noch so ein Ding. Wir holen uns noch ein bisschen... hier. Eigentlich hätte ich die Zaubertränke für den Kampf hier benutzen sollen, aber... Hm. Ist hier noch irgendwas? Gut, hier könnte man nochmal rumschwimmen und machen und tun. Aber so richtig? Nö, oder? Muss nicht. Drehen wir lieber mal hier an diesem Rädchen hier. Gucken, was da rauskommt. Einzelner Helm. Ein Schild. So. Komm. Und jetzt nochmal hier. Die da. Ja. Das war schön. Mal gucken, die. Den 20er mal noch ein bisschen nutzen. So, ein paar kleine Helmchen noch einsammeln. So. Sehr schön. So, da ins Wasser gehe ich jetzt nicht. Ich hoffe, da ist nichts. Und wenn? Na, habe ich halt gelitten. Lalalala. Mhm. Hier sind wir jetzt also. Oh. Warte. Okay, erstmal hier den anhauen. Ja, sicher möchte ich überschreiben. Ha. Wusste ich doch. Da ist ein Schalter. Okay, ich muss hier einmal quer durchschwimmen. Und vier oder fünf Schalter betätigen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt nicht genau geguckt. Es sind nur drei. Oder vier? Es sind vier. Gut. Wahrscheinlich hier. Yep.
Oh, ist erstaunlich, wie viel ich halt noch von damals weiß. Weil wie die Erinnerung einfach wiederkommt. Okay, ich hätte jetzt schwören können, da komme ich so irgendwie hoch. Okay. Noch einmal. Oh, warte mal. Oben gab's doch Multiplikator, hey. Wäre doof, den nicht mitzunehmen. So, mal gucken, ob irgendwo noch... Ah, hier Kisten. So. Ha, oh. Nein. Okay. Noch einmal. Aber... That's the clue. Von hier aus springen. Ja. So. Holen wir uns nochmal. Okay. Holen wir uns nochmal. Und jetzt aber... Da oben. So, wofür braucht es... Das da ist zum Zurückfliegen. So, wo ist denn... Ich glaube, eine... War das eine Etage höher? Nee, wo ist... Wo ist denn das Feuer? Hä? Hier war doch eben auch irgendwo Feuer. Gut, du kannst mir kein Feuer leihen, ne? Hier ist das Feuer. Sehr schön. Dann muss ich jetzt nur gucken, dass ich hier... Nicht im Wasser landen. Natürlich lande ich im Wasser. So ein Mist. Oh, jetzt hat. So, sonst dürfte ich hier eigentlich... Ja. Ach, das ist zum... Vor dem Wind in Deckung zu gehen. Möglicherweise war das weit genug weg, mein Bester. So, gut. Hier muss ich nichts weiter machen. Ja doch, hier muss ich... ...vor den Wind in Deckung gehen, ja, und über die Dudes drüber springen, weil... Hier ist doch bestimmt auch noch... Okay. Noch Manne, du. Au. So. Weg mit euch.
So, fertig. Warum auch immer ich mir jetzt hier die ganzen Kisten wieder gönne. Bin süchtig nach Helm. Ja, die Helmsucht, sie muss befriedigt werden. Ach ja. Aber wie schön, dass man ja aber auch wirklich so komplett den Retro-Modus und dem Remastered-Modus hin und her switchen kann. Das gibt doch durchaus die Möglichkeit, hier diese Sound-Geschichten zu umgehen. Aber jetzt geht's gerade wieder. Nicht so viel Kampfgedöns und so. Oh. Hallöchen. Die Area kenne ich auch noch. Hier muss man, glaube ich, dieses Ding schieben, aber dafür braucht es Obelix. So. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier auch noch was anderes. Ja, ein paar Prügelknaben. Oh, ein Multiplikator habe ich auch gerade entdeckt. Oh. Ach, noch zwei. Was wollt ihr denn? So, hier gibt es ein Knäppchen. So. Gut. Müssen vier Knöpfchen sein. So, wollen wir doch erstmal hier ein paar Helme wieder sammeln. Wenn wir schon Multiplikator haben. Ich weiß jetzt nicht, was da aus dem Ding rauskommt. Wenn es Helme sind, wäre es natürlich klug gewesen, den Multiplikator erst vorm Aktivieren aufzusammeln. Naja. So. Da ist der dritte. So, wo ist der? Okay. So viel dazu. Boah, ich bin mir irgendwie gerade relativ sicher sogar, dass es Helme sind. Da hätte es sich echt gelohnt, diesen Multiplikator mitzunehmen.